1997 sein internationaler Durchbruch. Als Stamper will er James Bond an den Kragen. In der Morgen stirbt nie. Götz Otto spielt im Oscar-prämierten Film Schindlers Liste. Und in Iron Sky, wir kommen in Frieden, einen eiskalten Nazi auf dem Mond. Dabei kann der 53-Jährige nicht nur Bösewichte. Er spielt in Science-Fiction, Fantasy, Abenteuer, Historienfilmen und. Er überzeugt als pädophiler Sektenführer, sowjetischer Eishockeyspieler und stotternder King George. Jetzt steht der Münchner Hofspielhaus auf der Bühne, als Richard III. Spielt wieder mal einen skrupellosen Bösewicht. Sind eure Augen Zeugen dieser Übeltat? Denn Herr Edwards Frau, diese Hexe war es, die mit ihren Hexereien mich so verhext hat. Wenn sie das gibt. Wenn? Ja, Götz Otto auf der Bühne und jetzt bei uns eine Abendschau auf dem Sofa. Da sieht er eigentlich ganz harmlos aus. Herzlich willkommen. Guten Abend. Ja, ist immer schön, wenn wir diese Szenen raussuchen, oder? Ja. Aber die Bösewicht-Rollen, sind die einfacher? Ach nee, einfacher würde ich nicht sagen, aber sehr häufig geben sie mehr her, weil es sind kompliziertere Figuren. Wenn es den Bösewicht gibt, muss es ja rein theoretisch auch den Gutewicht geben. Und der Gutewicht ist meistens einfach nur gut. Das ist sehr häufig auch langweilig. Und jetzt haben wir wirklich den ganzen, oder eine Kurzzusammenfassung gesehen von den größten Werken. Jetzt wieder auf der Bühne, parallel aber auch noch ein Dreh in Polen, richtig? Genau, ich muss hoffen, dass ich habe übermorgen meinen letzten Drehtag und am Samstag Premiere. Das heißt also, hoffentlich fliegt mich mein Flieger von Warschau nach München. Oh, und das ist ja momentan auch immer nicht so sicher. Naja, gut. Ich drücke die Daumen dafür schon mal. Aber wenn man gerade den Vergleich hat und beides parallel macht, einerseits Proben, andererseits Film, was ist denn anstrengender überhaupt? Oh, puh, das kann man so nicht sagen. Also das sind, finde ich, zwei komplett unterschiedliche Jobs eigentlich. Wenn ich auf der Bühne stehe, dann habe ich ganz lange Vorlauf, kann mich vorbereiten, bin dann aber 2 Stunden auf der Bühne und muss einen Bogen einer Figur oder eines ganzen Stücks über 2 Stunden nach unten bringen. Und wenn ich jetzt drehe, habe ich, keine Ahnung, war ich für diese Rolle vor 10 Tagen in Warschau. Ich muss genau im Kopf haben, welche Szene ich jetzt mache, wie lege ich da den Bogen an, wo komme ich hin. Das ist ein ganz anderer Job eigentlich. Und also ich bin sehr froh, dass ich beides machen darf. Ja, die Vielfalt macht es, glaube ich, aus, denke ich. Und Daily Soap ist ja noch mal was anderes, gab es aber auch schon im BR Fernsehen. Der Horm ist der Horm, kennen sicher viele Zuschauer noch. Was macht den Reiz da aus, wenn man das erste Mal in so einem Ensemble dreht? Also ich probiere gerne aus und es hat mich einfach interessiert, wie funktioniert Daily. Und das ist sehr eindrucksvoll, muss ich wirklich sagen. Also wenn man sieht, welcher Aufwand da betrieben wird, um wirklich jeden Tag eine Sendung zu machen. Das muss man ja komplett anders organisieren als ein Dreh, der über 3 Monate geht, um dann am Ende 90 Minuten zu haben. Und das war sehr, sehr eindrucksvoll und hat mir einen großen Spaß gemacht. Sehen wir auch noch das Bild, haben wir gerade hinten gesehen, mit dem Herzerl jetzt noch mal im Wirtshaus. Kennen sicher viele Zuschauer. Jetzt wird es eben in München wieder Richard III. Auf der Bühne. Am 18. ist Premiere. Wie bereitet man sich speziell auf so eine Premiere vor? Morgen fliege ich nach Polen, dann drehe ich da. Normalerweise hat man am Tag vorher eine Generalprobe, die haben wir jetzt nicht. Wir hatten heute eine Generalprobe. Ich hoffe, Mira, toi, 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 hoffentlich wird wieder gesund. Wir hatten nämlich einen kleinen Unfall. Ich wollte gerade fragen, ist es so ein Mythos? Man sagt ja immer, wenn in der Generalprobe was schief geht, dann läuft es ja dann. Wir hatten tatsächlich einen Unfall und eine Kollegin hat sich verletzt und wir konnten den zweiten Teil nicht mehr spielen. Also ich hoffe, dass das alles gut geht. Und komme ich hoffentlich am Samstag früh zurück. Dann gehe ich noch mal durch den Text, obwohl es total obsolet ist. Warum macht man das eigentlich noch? Und dann werde ich anfangen, mir in die Hose zu scheißen und am Abend gehe ich auf die Bühne. Okay, also ich hoffe erstmal, dass es der Kollegin dann tatsächlich wieder gut geht, dass es nichts Schlimmes war. Ja. Und auf der Bühne spielen Sie ja auch Gitarre teilweise. Haben wir einen Ausschnitt auch noch da? Den schauen wir uns kurz an. Da bin ich sehr gespannt. Kannst du quaken? Change thy color. Murder thy breath in the middle of the word. And then again begin. And stop again. As if the world distraught and mad. Here am I. Counterfeit the deep church.
Wieso oje? Es war gar nicht so schlecht. Ja, ich habe vorher nie, also ich kann keine Gitarre spielen. Ach so, das wäre meine Frage jetzt gewesen. Nein, ich habe das sozusagen. Bei mir würde sich das schlimmer anhören, wenn ich das noch nie gemacht hätte. Da war wann war das? Vorgestern? Gestern hatten wir auch schon einen Durchlauf, da war die Gitarre komplett verstimmt. Und da ich eben kein Gitarrenspieler bin, kann ich jetzt nicht so ganz nebenbei nochmal die Gitarre stimmen. Also okay, aber das heißt tatsächlich für die Rolle ganz schnell nochmal was draufgepackt, was okay ist. Ja, also ich hoffe, es ist okay. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Also wie gesagt, ich probiere gerne Sachen aus und eine Herausforderung nehme ich eher an, als dass ich davon weglaufe. Okay, und war das so ein ganz neues Instrument oder wirklich so die ersten? Komplett neu. Also 53-jährige Gedichtfinger versuchen, so ein Saiteninstrument zu malträtieren. Aha, okay, weil ich habe auch mit einer Redakteurin noch gesprochen, die hat gesagt, frag ihn mal, wie lange er schon Gitarre spielt und woher er das so gut kann. Und deshalb, nee, das war wirklich klang das ganz passabel, fand ich. Ansonsten irgendwelche anderen Instrumente schon mal gespielt? Ich habe tatsächlich mal in einer Band gespielt, allerdings Keyboard, Gesang und Mundharmonika. Das mache ich immer noch. Blues Harp von Zeit zu Zeit. Ja, von daher ist es ja schon naja, gut, dass eine gewisse Blues Musikalität. Harp funktioniert anders als eine Gitarre, aber. Okay. Jetzt wieder eben in München auf der Bühne. Was verbinden Sie mit München? Was für schöne Erlebnisse? Naja, ich wohne hier und ich bin hier zur Schauspielschule gegangen. Ich war auf beiden großen Bühnen schon engagiert, Kammerspiele und Resi, und verbinde sehr, also gerade von der kulturellen Seite her eine sehr große Vielfalt und bin gerne hier und freue mich, dass ich hier wieder spielen darf. Die Zuschauer denke ich auch, und im September und Oktober gibt es einige Termine. Genau, September, Oktober, November, auch Dezember haben wir Schwierigkeiten, da die Terminierung irgendwie hinzukriegen, aber wir spielen auch noch im Januar. Da werden sicher einige von den bayerischen Zuschauern zuschauen. Ja. Dankeschön, Götz Otto, für diese Einblicke.